Also ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Vermeer? Könnte ich auch malen. Rembrandt? Genauso. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig? Nee, finde ich nicht schwierig. Eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich Fälscher geworden bin. Für mich war Malen nichts Besonderes. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach 3 Tagen gesagt. Ich habe so Gemälde gekauft, habe es dann auch restauriert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass die Händler sagten, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen. Wenn das so ist, habe ich mir überlegt, wieso malst du es dann nicht komplett neu, ne? Das ist schon eine beachtliche Leistung, wie nur ein Mann und kein großes Team es geschafft hat, sämtliche Zentralen der internationalen Kunstwelt auszuschalten. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden. So, jetzt haben wir wieder den Original Barcelona-Dreck von 1915. Wir wissen ja bis heute nicht, wie viele Fälschungen er wirklich erschaffen hat. Entstanden sind ungefähr 300. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist. Hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht viel arbeitet. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte es aufgenommen. Il est quand même produit pour, parce qu'on sait, de quelques millions d'euros. 10.500.000 I have. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für 500.000 als eins für 10.000. Da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Ich hätte mir so gern Palazzo in Venedig gekauft. Ja, dann habe ich den Palazzo in die Zelle getauscht. Un peu avoir, peut-être. Wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild dahin, denkt man, ja verdammt, jetzt hängst du in allen möglichen Museen rum und keiner weiß, dass es von dir ist. Ne? Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das gelesen haben, dass da jemand sagt, das ist ein Campendonk, wie er lebt und auch noch einer der schönsten? Ja, hat er doch recht.